Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Gothic-Reihe, und zwar, wie ich sie genannt habe, Rebalanced und Repolished. Wie auch im Teaser meiner Ankündigung beschrieben, auch in der Videokommentarreihe, dass ich das Balancing eingeschaltet habe von der Balancing Mod 08 von Tricky und einige grafische Erweiterungen installiert habe. Ich werde das Spiel mal ganz neu starten und lasse auch das Intro laufen. Ich wollte das Intro auch ein bisschen aufpolieren. Es gibt eine ziemlich interessante Software, die das wirklich glasklar und gestochen nachberechnet. Natürlich nach zigtausend Stunden. Na, tausend Stunden nicht, aber es dauert ein bisschen. Und die kostet 300 Euro. Und da habe ich mir gedacht, nee, für die kurze Sequenz, die ich jetzt hier ablaufen lasse, lass es mal lieber bleiben. Okay, dann fangen wir mal an. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Gut, ich kann Folgendes machen. Ich kann entweder hier ihn noch weiter befragen oder ich kann gleich Ende
drücken. Und wenn ich das tue, dann kommt folgender Dialog. Ah, danke für die Hilfe. Wie du willst. War nett, dich gekannt zu haben. War nett, dich gekannt zu haben. Ich speichere mal ab. So, okay. Das muss man mit Enter machen. Genau, richtig. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber lassen wir ihn mal laufen und befragen ihn dann noch weiter. Den Diego. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Mach's gut. Jetzt sagt er nichts mehr zum Schluss. Ja, ich werde das so kommentieren, als würde es auch Gothic-Leuten nicht bekannt vorkommen, also halt eben die das Spiel noch gar nicht kennen. Und deswegen werde ich auch mal ab und zu mal erzählen, so von wegen was passiert, ein bisschen beschreiben. Es gibt ein Logbuch, es gibt ein Charaktermenü. So, dann holen wir mal hier die Sachen. Bier, Erzbrocken haben wir schon mal. Und gucken wir doch mal gleich, was die Aufgabe ist. Wir haben ja den Kontext von Diego schon gehört. Gucken wir mal rein. Aufnahme altes Lager. Um bei Gomez-Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Taurus melden. Aber das ist ja ganz woanders. Dann gucken wir mal im Inventar, was wir haben. Von Waffen haben wir nichts. Rüstung, Magie, Artefakte, Nahrung haben wir ein Bierchen. Und natürlich den Brief an den Feuermagiern. Jetzt gucken wir mal, ob es irgendwo noch was zu looten gibt. Vielleicht kann es ja sein. Hier unten ist meistens was. Aber ich darf nicht zu nah an die Barriere kommen, sonst bin ich hin. So, da
Fängt sie schon wieder an zu schwabbeln. Und fängt der Held an zu leuchten. Okay, dann erkundigen wir ein bisschen die Gegend. Ich werde noch mal einen neuen Speicherslot machen. So, das nenne ich dann immer temp_2. Moment, das ist... Genau, richtig. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, also von Gothic 2 auf Gothic 1 ist das Handling doch ein bisschen anders. Okay, immer schön forschen. Schön an dem Spiel ist, es ist eine offene Welt, man kann sich frei bewegen und auch frei herunterfallen oder herunterrutschen, so wie es hier der Fall ist. Okidoki. Gothic Insider, alles klar, ihr wisst Bescheid. Gehen wir nochmal hier hoch, springen wir da mal rauf, ob es hier was gibt. Es wird natürlich einiges anders sein in dieser Modifikation, beziehungsweise in diesem Balanced Mod. Und deswegen bin ich selber gespannt, was wir alles zu hören und zu sehen kriegen. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, natürlich. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Das werden wir sehen. Gut, okay. Ihr kennt, also die Insider kennen natürlich die ganzen Dialoge, aber für die, die es jetzt gerade neu sehen sollten, ich habe zum Beispiel einige Bekannte, die habe ich neugierig gemacht. Für die ist es natürlich auch gewidmet. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Dann ist ja gut. Okay, dann gehen wir mal hier an der Brücke entlang und schauen mal, ob wir hier was finden können. Ist hier unten was? Schauen wir mal hier rein. Sieht nicht danach aus. Außer ein paar neue Grasbüschel. Klettern wir wieder hoch. Auch ich selber habe Gothic ein paar Mal gespielt, aber das ist über 10 Jahre her. Und muss mich dann halt eben nochmal besinnen, wie das dann halt eben so, was wo ist. Ich hoffe, das versteht ihr. Gut, dann springen wir mal runter. Und hier haben wir schon mal eine Fleischwanze. Dann schauen wir mal, ob wir die zertreten können. Irgendwie nicht, ne? Schwierig. Jetzt. Jetzt haben wir sie zertreten. Und das gibt leckeres Fleischwanzenfleisch. Gut, dann haben wir hier noch was. Eine Waldbeere.
Und da hinten ist noch eine Fleischschwanze. Auch da werden wir mal. Okay, das ging auf Anhieb ganz gut. Gehen wir ein bisschen weiter. Kleines Lager, hier gibt es einen Becher. Eine Truhe. Hier finden wir auch schon einige nützliche Sachen. Was ich auch gut finde, ist, dass ich hier so eine annähernde Gothic 2 Steuerung habe. Oh, hier komme ich nicht hoch. Das macht die Sache nämlich ziemlich bequem. Aber doch noch, dennoch ist im Handling ein bisschen einiges anders. Noch eine Frucht auf dem Boden. Und hier haben wir eine Spitzhacke. Die legen wir uns gleich an. So. Schauen wir mal, wie schwerfällig sie denn ist. Ah, müssen wir noch ein bisschen üben dann. Okay, vielleicht treffen wir auch die ersten Gegner oder Tiere. Ich weiß das natürlich. Deswegen gehen wir erstmal hier rüber. Speichern nochmal lieber. Ja, Quick Save könnte ich auch machen, aber da bin ich vorsichtig, weil wenn ich einen Quick Save mache und die ganze Zeit über Quick Save das abspeichern sollte und mir sollte ein Speicherstand kaputt gehen, dann ja, dann ist das Spiel, ne? Dann könnte ich wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich auch nicht so Sinn der Sache. Schau mal, wer bist du denn? Ein junger Mole-Rat. Okay. Drei Schnaps hat's hier. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwelche Items fehlen oder neu dazugekommen sind. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Studieren geht über probieren oder umgekehrt. Okay, dann gehen wir mal hier rüber und wir sehen, hier können wir hochkommen, also treppenmäßig. Ups, 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 ups. Hier ist wieder eine Truhe. Sollte auch da ein Bierchen drin sein, dann ist ja gut. Okay, geht's hier weiter? Hier gibt es wieder eine Fackel, eine Spitzhacke. Jetzt haben wir zwei Stück. Okay, dann gehen wir mal links rum, weil es. Upsala! Noch weiter hoch geht. So, ich weiß, dass hier Seraphis ist. Ja. Gute alte Seraphis ist noch dort. Und jede Menge Gräser hat's hier. Das ist gut. Okay. Vier Slots mache ich maximal. Und dann geht es natürlich etwas schneller, weil das Speichern und Laden nicht so lange braucht für Gothic 1. Ah, mit Ausweichen ist nicht so. Deswegen muss ich mal gucken, wie das mit den einzelnen Tieren ist und den NPCs. Was die für ein Kampfverhalten haben, denn das ist nämlich auch geändert worden. Na? Na? Muss die Kombo noch wieder hier ein bisschen antrainieren?
Ja, anfangs ist es immer ein bisschen schwerfällig, das ist klar. Da hinten sehe ich was. Jeden Fall aufsammeln, denn wenn man es dann nicht brauchen sollte, kann man es ja eh immerhin zu Geld machen. Okay, gucken wir mal weiter. Und Knüppel. Waldbeeren und ein Trank. Nochmal Waldbeeren. Oh, wie geht's weiter? Oh, was zappelt denn da oben rum? Ein Gobo. Sehr widerspenstig. Okay, manchmal drücke ich noch die rechte Maustaste, weil ich nämlich für Gothic meinen Loot da habe. Dann kann man den hier auch looten, den Gobo. Nee, wird nicht angezeigt. Schade. Okay, weiter geht's. Wie sieht's mit meiner Energie aus? Oh, Drittel ist weg. Bisschen abgrasen. Also ist natürlich Geschmackssache, ob man hier noch das Gras-Addon haben möchte oder mehr die freie Fläche. Auf der einen Seite ist es von der Optik her schön und von der Atmosphäre, und auf der anderen Seite ist es halt eben so, dass dass man die Items besser findet. Also diese Folge werde ich länger, also die erste Folge mache ich grundsätzlich immer eine Stunde ungefähr. Weil wir haben ja am Anfang ziemlich viel Dialoggeplänkel gehabt. Einige werden bestimmt geskippt haben oder so, weil die das kennen. Aber es ist anders. Also es wundert mich auch teilweise, dass andere Dialoge kommen, falls sie nicht vorher schon bekannt waren. Gut, dann sind wir hier auf dem Plateau erstmal fertig. Dann gehen wir wieder runter. So, was ist denn der Sprung? Ja, der Sprung, der schöne Zwirbelsprung. Den mag ich. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier ordentlich runterkommen. Okidoki. Und ja, hier können wir normal runter. Wunderbar. Spitzenmäßig. Jetzt gehen wir weiter Richtung Corines. Auch hier werden wir bestimmt ein paar Dinge finden. Speichern. Okay, so läuft das auch schon ganz gut. Ja, da haben wir wieder die ersten Sachen. Die ersten kleinen Monsterchen. Scavies. Hacke. Perfekt. Hier lag doch noch ein Knüppelchen. So. Hier steckt noch ein Pfeil im Baum.
Oh, der ist jetzt noch Flavor. Okay, die Stelle ist abgesucht. Noch einer. Na? Läuft. Sicherlich würde ich was übersehen haben, aber das ist ja nicht so schlimm. Weil wie eben schon eingangs gesagt, habe ich sehr lange nicht mehr gespielt. Und jetzt freut es mich natürlich umso mehr, es in einer anderen Qualität spielen zu dürfen. Es gibt ja so viele Modifikationen für Gothic oder auch für Gothic 2. Und ich habe mir gedacht, baue sie das mal so zusammen, damit das auch ein bisschen spielbar beziehungsweise auch so ein bisschen optisch einigermaßen so aussieht und auch was die Logik-Sachen angehen. War nicht besonders schlau. Okay, da sind zwei Herren. Das mal auszuprobieren. Okay, bevor wir die beiden Herren ansprechen, wie immer, mache ich mal so. Ja, wer seid ihr denn? Drax und Redford. Jäger natürlich, ne? Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Tja, ein sehr raues Gebiet mit rauen Menschen in drei Fraktionen. Gut, dass wir davon erstmal in Kenntnis gesetzt werden, auch für die Neuankömmlinge. Wer bist du? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter.
Na also, das haben wir ja. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja, so kennen wir das. Und das ist auch ein Jägerlehrer. Gucken was mal, kannst was du mir noch macht. Über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Tja, das sind also die Sachen, die ich dann sozusagen lernen kann und auch für bezahlen muss. Also Flügel abziehen 50, Beuten, Reptilien 100, also preislich eigentlich ziemlich günstig, denke ich mal. Aber du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Da hast du recht. Dann gehen wir raus und gucken mal in unserem Charakterprofil. Erfahrung 360, nächste Stufe 500, Stärke haben wir 10, Geschick haben wir 10, Mana 5 von 5, Lebensenergie 24 von 40. Da sollte ich mal was essen, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, was können wir denn essen. Lecker Wanzenfleisch. Na, das geht schnell. So, dann haben wir noch Waldbeeren, die geben auch Lebensenergie von 10. Oh, perfekt. Yep. Also könnte ich sozusagen diese Scavenger hier jagen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, weil das 3 Stück auf einmal sind. Deswegen gucken wir mal, was wir hier finden. Hier sehen wir schon mal ein Scavy. Okay. Jawohl, das ging gut. Ob hier noch was liegt. Nein. Ja, und jetzt kommt eine Stelle. Und der schwimme ich jetzt mal durch. Und das wusste ich nämlich auch noch nicht. Kann man nämlich in einen Felsen schwimmen. Habe ich nie gewusst vorher. Aufpassen. Gibt's hier was? Nee. Hier gibt's nichts. Ein versteckter Ort sozusagen. Mal forschen wir mal weiter. Aha, dann kommen wir auch wieder raus. Schön. Dann schwimmen wir mal rum. Wir haben Gegenströmung. Klasse. Von der Physik her und von der Logik her auch wieder wunderbar. Gab es aber im alten schon. Im alten Spiel, logisch. Dann gehen wir mal wieder zurück. Mal ein bisschen hier rüber, weil er stolpert manchmal hier. Na, gucken wir mal. Oh, den Heinis mal von hinten an. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Na, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Oh, du bist... Warte mal, ich geh mal von vorne.
Normalerweise kenne ich so. Nee, okay, die labern nicht automatisch. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Ach, jetzt der gespielte Witz. Okay, gucken wir mal, ob wir die anderen Scavies mal herauslocken können, die dort sind. Machen wir am besten taktischerweise so, dass wir die nicht an die Brückenwache anlocken. Sonst machen die mit und mir gehen die Experience Points verloren. Also. Na? Genau. Kikeriki, Kikeriku. Ah, jetzt fängt der an hier. Nee, sind wieder zurückgekommen. Na? Okay, der nächste. Stufe gestiegen, so soll es sein. Das heißt, wir haben 10 Lernpunkte und Level 1. Schön. Da hinten fliegt was rum, da sind die Blutfliegen. Die sind mir aber zu zappelig, weil die kann ich schlecht mit der schwerfälligen Spitzhacke kaputt machen. Da eignen sich irgendwie Fernkampfwaffen, wie zum Beispiel Armbrust oder Bogen. Kann man aber alles hier in diesem schönen Spiel noch erwerben und erlernen. Aber wichtig ist, Lernpunkte zu bekommen. So, oh, 3 Mole Rats. Oh, komm. Na, willst du nicht? Schade, gestorben. Okay, dann lade ich noch mal ein an der Stelle, wo diese Mole Rats sind. Da war ich doch zu leichtsinnig. Sollte sich nicht gleich mit so vielen anlegen, Kreaturen. Also immer daran halten, dass man die einzeln rausholen kann. Da hinten ist noch ein Scavy. Okay. Ah, kommen auch noch alle nach. Mann, oh Mann, oh Mann, nicht schön. Okay, dann machen wir den mit dem hier. Okay, der nächste ist dran. Wo muss ich aufpassen? Mann! Herr Jemine. Oh, ich brauche noch ein bisschen Übung, so wie das aussieht, ne? Okay. Aber trotzdem wage ich es nochmal. Ach, ich gehe mal erstmal auf den Scavy. What soll it? Die sind wenigstens einfacher, sobald man der Erste ist, der zuhaut. So, da gehe ich noch nicht rum. Okay. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ich will ja schließlich wissen, was in der Höhle ist. Nachher gibt es ganz wichtige Geschichten. So, komm an. Der andere soll mich nicht anfauchen. So, komm noch weiter, komm noch weiter, komm noch weiter. Sicherheitsabstand mal wahren. Richtig. Komm mit hier, da kommt auch noch an, ja. Wahrscheinlich das Frauchen oder das Herrchen. Okay. Jetzt läuft es schneller, so langsam komme ich wieder herum. Okidoki. Haben wir ihn hier noch? Wieder knapp, liebe Freunde. So, was haben wir denn hier in der Höhle?
Höllenpilz. Keine Höhlenpilze, so wie es eigentlich ursprünglich mal geplant ist. Okay, dann werde ich mal ein bisschen schnabulieren. Waldbären sind ganz nahrhaft. Seraphis machen auch. Orkblatt. Höllenpilz. Machen wir auch mal. Probieren wir auch mal. Lecker. Und damit wir hier so ein bisschen drauf kommen, auf vollkommen, dann machen wir das auch so. Gut. Jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Ah ja, da hinten ist wieder ein Scabby. Und Scavenger. Okay, die haben nämlich zwei verschiedene Angriffsmodi. Einmal einen Laufangriff und einmal, wenn du selber angreifst, dann sind die nicht am Laufen. Also das kommt drauf an, wie sie einen angreifen. Okay. Gucken wir noch mal ein bisschen hier vor dem Tor. Wieder ein Becher. Hier noch gibt. Ja, ich weiß, ich habe bestimmt einiges vergessen vorher zu looten. Ist aber nicht so schlimm. Geht ja eigentlich ums Spiel. Ums Prinzip. Will ich auch nicht so langweilen, so von wegen Holz. Aber trotzdem. Schauen wir mal. Da hinten ist was. Also ich bin so einer, der geht erst nicht sofort strengen Weges irgendwo hin, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen, sondern immer erst mal gucken, was es so gibt. So, da sitzen so ein paar Peoples hier. Ei, wer seid ihr denn? Oh, Fleischwanzen, na gut, darf ich das nehmen? Okay, die gucken mich an. Jetzt guckt er nochmal. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Na, freundlich sind die nicht. Und du? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Okay. Ah, er ist mehr so der ängstliche Buddler. Auch hier gibt's Regen. Schön. Schauen wir mal ins Logbuch. Immer noch Aufnahme altes Lager. Es gibt auch allgemeine Infos. Lehrer werden hier aufgeführt. Und Händler. Das nur mal zur Auffrischung. Und auch für die Neuzugänge. Ja, dann würde ich mal sagen, suchen wir mal ein bisschen Schutz hier. In diesem Bereich. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Nö. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Nö, das sag ich jetzt nicht. Ich sag mal das, was ich gelernt bekommen habe. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Okidoki, was ist mit dir? Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Gut. Du bist der Windenmann. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Bei uns wird nicht jeder genommen, es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Nö, das will ich nicht. Wer hat dir das sagen?
Torus kümmert sich darum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Das ist der Spruch, den ich meine. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Da gibt's volles Pfund aufs Maul, okay. Und hier kann man noch fragen, wo man hier die Leute findet. Das lasse ich mal weg. Ja, und gucken wir mal. Ja, was gibt's denn hier eigentlich drin? Ne? Hey, du. Was denn? Darf ich hier nicht rein? Ah, ich Glück darf gehabt. Hier nicht rein. Insider kennen das, ist klar. Ja, dann gucken wir uns doch mal hier bei diesem Sauwetter hier doch mal an, wer hier alles da ist. Schatten und Gardisse. Gibt es denn hier wichtige Leute? Wichtige Leute sind halt eben die, wo ein Name drum steht. Hier zum Beispiel unser Diego. Aber den haben wir schon ausgefragt. Deswegen gibt es das hier nicht. Wer bist du? Du bist Grimm. Hier gibt es einen Kessel, da kann ich also was kochen. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Das passiert mir nicht nochmal. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay. Das sind also diese Schatten. Dann gucken wir mal weiter. Wen finden wir denn noch? Ah, hier ist Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wenn du meinst. Aha. Okay, würdest du mich für eine entsprechende Ärztin in die Burg lassen? Ich muss in die Burg, ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier, ich will für Gomez arbeiten. Ja, ich habe ja einen Brief für den obersten Feuermagier, da soll ich aber nicht weiter erzählen. Mal gucken, was er sagt. Ich will für Gomez arbeiten. Ach, und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? War doch klar, dass das Ärger gibt. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Dann gucken wir nochmal, welche Alternativen es hier gibt. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Ach, so läuft das hier. Er muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Also der Diego. Ich muss in die... Okay, ich lasse es mal erstmal an der Stelle mit Torus. Und, schau mal, wer hier noch alles da ist. Wollte ich mit Grimm, hatte ich weiter gucken. Erstmal ein bisschen hier den Außenring oder den Ring erkunden.
Hier ist auch einer drin. Hey du! Die richtige Entscheidung. Ja, die richtige Entscheidung lasse ich nicht. Ist das der, den ich denke, dass er ist? Nein, ne? Bloß nicht. Aha. Nein, 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 nein. Ich will da nicht hin. Der nervt mich. Aha. Hat er mich entdeckt? Okay, ich werde erst später erzählen, wer das ist. Oder ihr wisst es. Also Insider wissen, wer das ist. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ja. Und ich habe natürlich diese Höllenpilze schon gegessen. Na, tolle Nummer. Naja, trotzdem. Was kann ich für dich tun? Genug. Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich habe da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Und wo finde ich die Nummer? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Nick. Name war Neck. Ja. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Okay, dann wissen wir ja, was zu tun ist, ne? Verschwundener Garnist. Der Snaff hat gesagt, dass er ganz gerne noch Pilze haben wollte vom Neck, aber... Er ist nicht da. Snaffs Rezept. Wir müssen Sachen suchen. 5 Höllenpilze und 3 Fleischschwanzen. Auch da habe ich Fleischschwanzenfleisch vorher gegessen. Aufnahme, altes Lager ist die Hauptdirektive hier. Ich speichere mal. Okay. Dann werden wir mal uns weiter erkundigen und umsuchen. Beziehungsweise, ob es noch hier irgendwelche wichtigen Personen gibt. Hier ist ein Buddler. Ja, das ist dem Renderer geschuldet. Und kein Renderer verhindert, dass hier so Sachen schweben oder irgendwelche Animationsgegenstände von den NPCs. Das hat bis jetzt noch kein Renderer erreicht. Lässt sich auch nicht irgendwie leider verhindern. Aber darüber kann man ja hinwegsehen. Okay. Hier scheint Party zu sein. Das Feuer sieht ja klasse aus. Gucken wir mal. Schön in der Glut. Ja, dann machen wir weiter hier. Ach, die. So, es wird ja langsam Nacht. Ich müsste irgendwann mal auch eine Hütte finden, in der ich rein darf. Ich höre nicht mehr auf das. Ich komme erstmal hier rum. Hey, weiß, du! Oh, redest Blatt du mit mir? Ja. Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber... So eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Ernst. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Ich habe aber noch nicht so viel Erz.
Oh Gott, soll das eine Drohung sein? Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann auf mich selbst aufpassen? Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Fragen wir erstmal. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Na, mal gucken, was passiert. Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Okay, man hat noch die Option, trotzdem noch Schutzgeld zu bezahlen. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Okay, das heißt also, Geld haben wir sowieso nicht. Also das heißt Erz. 3 Stück haben wir, das war da dann auch. Gut. Wenn du meinst. Wo sind denn. Oh, okay, er ist weg. Bloodwin verpisst sich. Okay, Graham haben wir hier. Einen Baal Taran aus dem Sektenlager. Und du warst doch der Kartenzeichner. Ja, die stehen sogar auf, wenn ich hier. Ich kann nicht sehen. Komm, aufstehen. Hi, ich bin neu hier. Okay, ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ja, Karte der Kolonie wäre natürlich cool. Die bräuchten wir natürlich für den Jäger vor der Burg. Yep. Skizze, Karte zur alten Mine, Karte altes Lager. Das ist alles sehr teuer und das kann ich mir auch noch alles gar nicht leisten. Graham, aber danke für dein Angebot. So, ein Butler. Kessel. Und Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Ja, was denn? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann das schon einiges helfen. Ja, ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ah ja, ich weiß natürlich, wo das Arena-Viertel ist. Das passiert mir nicht nochmal. Gucken wir mal nach. Man muss eben aufpassen, was werden wir da mal eben überjumpen? Oh. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Ja. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen 2 Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Nö. Erstmal nicht. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Kein Interesse, such dir einen anderen. Oh Gott. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Weißt du, Witzfigur? Ich kenn dich doch. So wie du redest, das geht gar nicht. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit den Typen anlegen. Genau. Okay, okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Nein. Kein Interesse. Such dir einen anderen. Mit der Einstellung kommst du hier nicht weit. Sag mir Bescheid, falls du dir es doch noch überlegen solltest. Okay, die Option ist immer noch frei, okay. Ja, dann haben wir das auch mal eben
geklärt. Die Insider wissen, dass das nicht richtig ist, was er da anbietet. Okay, schon er wieder. Aber ich will hier rum. Ich will hier rum zum Arenaviertel und die Stunde ist auch rum. Das heißt, irgendwo finde ich doch jemanden. Ich weiß natürlich auch, in welchem Haus ich übernachten darf, ohne einen aufs Maul zu bekommen. So, geil. Oh, hier scheint was zu laufen. Wird jetzt hier ein Kampf stattfinden? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Aber trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und sage... Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.